Wenn es eine Wahrheit gibt, so ist sie aus meiner Erfahrung nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Guten Morgen! Es macht Sinn, über die Existenz von Wahrheit nachzudenken, weil wir so häufig in Streitgesprächen irgendwo auf der Suche nach ihr sind. In dieser Zeit des Streits aber eigentlich nur alte Gedankenmuster abrufen und nicht wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind. Wenn ich jetzt persönlich jemand sehe und diskutiere über offene Liebe oder pflanzliche Ernährung, dann habe ich bereits unterbewusst eine Wahrheit, die sich aus meiner Erfahrung heraus gebildet hat und die abrufbereit ist und die spulen so meine Argumente herunter. Ich glaube, das kennt jeder von euch, ne? Bei gewissen Themen. Aber das würde bedeuten, dass die Wahrheit unveränderlich wäre, dass sie fix wäre, einmal erkannt, immer wieder reproduzierbar. Das entspricht aber nicht meiner Erfahrung. Wahrheit muss in jeder Zeit neu entdeckt werden, weil sie lebendig ist. Wie könnte auch die Leitlinie des Lebens, die Echtheit, die Wahrheit statisch sein, wenn das Leben als solches dynamisch ist, Planeten verglühen, Sterne explodieren und das von uns wahrgenommene Universum dehnt sich schneller aus, als wir fliegen können. Aber die Wahrheit, sie soll etwas Fixes sein, diese Leitlinie des Lebens, etwas Unveränderbares. Und dennoch ist die Wahrheit mit jedem Mal, wo wir sie entdecken, auch das Gleiche. Aber nicht in ihrer Ausprägung, sondern in ihrem Gefühl. Dem Gefühl, ich würde das beschreiben, der Einfachheit. Wahrheiten, die ich entdeckt habe, haben sich immer einfach angefühlt. Sie sagen oft was anderes aus, manchmal widersprechen sie sich auch, aber sie sind bzw. sie fühlen sich immer einfach an. Wir verhalten uns oft sehr kopfgesteuert und denken, wir tun das Richtige, weil wir die Wahrheit erkannt haben. Viele sprechen sogar davon, dass die Wahrheit ständig in uns ist, dass die Wahrheit in Form einer Seele unsterblich ist und immer weiter existiert. Diese Theorien sind eine Erfindung. Es gibt keine unsterbliche Seele. Das sind Gedanken von Menschen, die Angst vor dem Tod haben und dann diese Theorie entwickelt haben. Tod ist eine ganz einfache Wahrheit und nur wenn man diese Wahrheit auch akzeptiert hat, kann man auch leben. Wer den Tod nicht als Wahrheit akzeptiert, der wird Probleme zu leben haben und braucht Theorien. Ich bin viel in spirituellen Kreisen unterwegs. 90% dieser Menschen haben massive Probleme, meist Ängste, oft Verdrängung und fast immer die Flucht in irgendwelche Theorien. Das ist der Bereich der Esoterik. Es werden unveränderliche Wahrheiten entwickelt, um Ängste zu besiegen in erster Linie. Dabei liegt in der Angst die Wahrheit, denn sie ist da. Es gibt Gründe für Angst. Sich einzureden, man hat eine unsterbliche Seele, um seine Angst vor dem Tod zu beruhigen, ist kein fruchtbarer Weg, um sich dem Sein zu nähern. Wahrheit muss immer neu mit den Gefühlen entdeckt werden, kann nie als gegeben angesehen und schon gar nicht mit dem Denken in Theorien wiedergegeben werden. Wenn jemand denkt, er kenne sein Leben, die Wahrheit über sein Leben, seine 3-4 Mahlzeiten am Tag, seine Sexualität, seine Familie, kennt seinen Beruf, seine Wohnung, seine Kleidung, seine Gedankenvorgänge, seine Hobbys und seine Vergnügungen, dann irrt dieser Mensch. Diese wiederholenden Prozesse täglich. Sie sind weder die Wahrheit, noch sind sie das Leben. Diese Dinge wurden einmal entdeckt und dann waren sie die Wahrheit und dann waren sie Leben. Etwas tatsächlich zu spüren, das erste Mal das eigene Kind im Arm zu halten, das erste Mal ein besonderes Gericht zu essen, das erste Mal einen neuen Beruf auszuüben, gespannt zu sein vor dem ersten Date mit einem neuen Freund oder einer neuen Freundin, die Wohnung voller Elan das erste Mal einzurichten, das war Leben. Das war Wahrhaftigkeit. Aber die Menschen gewöhnen sich an, diese schönen Momente einzufrieren und sich einfach nur daran zu erinnern, mit Fotos und Gedanken und speichern das als Wahrheit ab, als Leben ab, anstatt das Leben zu leben. Sie leben dann nur ein Abbild des Lebens und sie leben nicht mehr den Moment, die Wahrheit. Es ist wichtig, Dinge, die wir gefunden haben, auch wieder beiseite zu legen und neue Dinge zu entdecken. Und das gilt auch für Theorien. Legt all eure Philosophien, eure Religion, euer neoliberales oder euer rassistisches Gedankengut einfach mal zur Seite. All eure Überzeugungen, all euer Wissen. Denn wenn ihr immer wieder darauf zurückgreift, habt ihr gar keine Chance, die Wahrheit in irgendeiner Form zu erkennen. Ein Mensch, der sagt, er wisse, war schon tot. Der Mensch, der sagt, ich weiß nicht,
der entdeckt, der herausfindet und kein Ergebnis erwartet, der nicht in Kategorien von richtig und von falsch denkt, sondern den Prozess des Entdeckens fühlt und spürt im Moment dessen Leben, dessen Lebendigkeit. Das ist die Wahrheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.